Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Wir sind jetzt mit einem neuen Charakter wieder unterwegs. Ja, ich bin am Austesten, tut mir leid, aber ja, wenn man nicht mehr weiterkommt und ja, der letzte Bild einfach zu sehr Single-Target war, muss ich halt einen neuen machen. Einfach ganz normal Necro, aber diesmal auf Crit. Weil ich habe ja das Amulett und ich habe hier noch einen besseren Reach of the Grave gefunden. Ich habe noch gar nichts in Crit, also keine Items gefunden mit Minion Crit. Und trotzdem, ja, laufe ich durch, als würde Last Epoch ein Kindergeburtstag sein, also ein Spiel, das wirklich viel zu leicht ist. Ihr seht, wie viel Schaden ich mache. Ist einfach extrem. Ja. Sonst gibt es leider nichts Spektakuläres zu sagen. Nur, dass ich ganz gute Items noch gefunden habe und so. Aber dass eher, ja, Rares sind, die ich nicht gebrauchen kann, oder Idole. Und da es nochmals ein Idol gibt mit Raids spawnen, möchte ich da mal ein paar mehr Raids spawnen probieren. Aber es ist wahrscheinlich limitiert in ungefähr 10 Raids. Oder wie die auch heißen. Ich kann es nicht so richtig wahrscheinlich aussprechen. Jo, geskillt eben auf Crit, die Minions. Und auf Fernkampf und Magie. Also keine Nahkampf außer Golem. Und es läuft eben fast schon so gut. Es ist einfach zu leicht. Irgendwie geht das Blut. Ah, es visiert immer den Gegner, der am nächsten ist an, deshalb kann ich da nichts zerstören, genau. Ja, machen wir ein bisschen vorwärts. Wir müssen ins College studieren. Gegner studieren. Ah, zerbrechen. Ja. Genau. Machen wir mal weg. Schauen. Jetzt wollen wir mal schauen, wie viel Schaden wir an dem Boss hier oben machen. Müsste extrem sein. Ja, der wird wirklich schnell. Also es würde noch schneller gehen, aber ich setze keinen Fluch an. Ja. Weil es schon zu leicht geht. Jo. Was soll ich sagen? Es macht wirklich Spaß, das Game, aber es ist immer wieder zu unbalanciert. Also entweder zu leicht oder zu schwer, je nachdem, wo man ist und wo man es geht und welche Items man hat. Schon extremst unbalanciert. Da kann man einfach nichts machen. Es macht trotzdem Spaß. Das ist alles noch in der Beta. Da kann ich alles verzeihen dem Entwickler. Nur eben, es sollen nicht irgendwelche Dots wieder stärken oder im Kriegs. Es muss balanciert werden. Das ist das Wichtigste, was die Entwickler eigentlich jetzt machen wollen. Aber was machen sie? Die Grafik besser. Die Grafik muss wirklich nicht besser sein. Die ist schon richtig gut für ein Action-Rollenspiel. Aber ja, es kommt wahrscheinlich im nächsten Patch nicht so viel. Deshalb ja. Weiß es nicht, ob ich jetzt lang dran bleibe, weil ich schon extrem Pufferwechsel-süchtig wieder bin. Mir das nichts ausmacht, dass Pufferwechsel momentan eine schlechte Liga hat und sonst irgendwas. Sondern, dass ich eigentlich, ja, einfach nur überwältigt bin von diesen vielen Spells. Voliert Dead. Explosiver Tod, explosiver Tod. Auf Deutsch ist das so viel schwer. Das einfach durch Waffen, also durch Stabangriffe ausgelöst werden, durch Spellbinder. Es ist einfach geil. Also, so schnell habe ich Path of Exile noch nie zocken können. Ich bin wirklich ganz schnell unterwegs. Ich bin zwar erst in Akt 4 anfangen und suche mir noch das Tabula Rasa Homality-Karten raus. Tabula Rasa. Und ja, es zögert sich eben, deshalb jetzt wieder aus der Epoche. Naja, dann kann ich noch nicht durch. Aber ich mache trotzdem die Türe blutig. Man könnte trotzdem die Türen angreifen, ja. Gut, jetzt haben wir schon wieder den Gürtel hier. Ah, den Gürtel habe ich doch erst gerade vorher gehabt.
Und diese Rüstung sollte mega stark sein, aber ich verstehe nicht wieso, weil man einfach mega viel Wort bekommt. Ja, und viel Potions trinken müsste man nur noch, damit man Damage bekommt. 20, 20, 4. 34, 14. Ja, wo habe ich die Rüstung? Was ist da? 16, 4. 32, 37. Ja, 32, 7. Ja. Ist besser. Ja. Ja. Also verkaufen. So, aber man findet extrem viel Unix nur beim Händler. Man muss eigentlich Unix gar nicht mehr finden. Man findet so viel. Keine Ahnung. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ja, Last Epoche ist halt ein bisschen zu leicht am Anfang. Können wir nichts machen. So, so ist die Gegner angreifen. Mal auf K am Trinken einschenken. Weil immer wenn ich Hochdeutsch rede, trocknet mein Hals aus wegen dem Asthma. Schweizer, das ist nie ein Problem. Nie. Ich weiß nicht. Aber ich rede eigentlich nur in den Aufnahmen und manchmal mit den Kollegen Hochdeutsch, sonst immer Schweizerdeutsch. Skeletten 7. 7 Bogenschützen. Pfeilhagel inkommen. Da eher die Gegner eigentlich recht einfach zu besiegen sind als die Bosse vor allem, dass sie mich jetzt nicht fokussieren, könnte ich eigentlich auf AOE gehen, also dass sie mehr Schüsse schießen. Einfach nicht mehr so schlechte, also eine kurze Abklingzeit haben, Gott. Das ist dann alles ein bisschen schwer. Ja. Was ich alles verbessern kann, ist einfach auf Crit-Chance gehen, auf Crit-Damage und auf Glancing Blow. Vielleicht auch auf Watch später, aber zuerst mal die Raids und so. Fluch muss ich auch noch skillen können. Yeah. Keinen Bewegungsspell halt. Schade. Aber gut. Sonst hat den. Ja, den Golem brauchen wir unbedingt. Vielleicht die Bogenschützen weg. Die Magier sind OP mit dem Einfrieren. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wir testen einfach alles aus und ihr dürft mir gerne Tipps geben und alles Mögliche. Werden wir dann sehen. Jo. Und heute ist sehr heiß. 20 Grad. Das ist mehr als Wahnsinn. Nur darf man nicht so viel raus. Das ist auch ein bisschen negativ. Ich gehe einfach in den Wald oder auf dem Fußballplatz, wo wirklich kein Mensch ist. Es gibt immer so einen kleinen Fußballplatz, der ja nicht so einen schönen Rasen hat. Und da kann ich alleine spielen. Die anderen wollen ja auf dem großen spielen. Auf dem Turnierplatz, oder? So kann ich momentan echt gut sportlich sein. Ja. Removes Mage, Mage, das brauche ich. Jetzt haben wir 4 Frostfang. Wie OP kann ich noch werden? Ne? Also gerade momentan muss ich richtig nichts mehr denken. Nur den Projektilen ausweichen natürlich. Aber, ja. Also alle Gegner werden eigentlich dann eingefroren noch. Das ist so toll. Ja, der Necromancer war schon immer OP und jetzt besonders. Also mit Krieg ist er unglaublich OP. Schaden, wo rauskommt. Ist ja immer so.
So 700 und so. Gute Schaden. Gute Schaden ist momentan. Schaden ist einfach gigantisch groß. Ich muss nichts mehr machen. Ich denke schon seit ein paar Tagen nur noch aufs Reden. Diese Skelette, die können gar nichts mehr machen. Die haben so einen starken Angriff, diesen Durchstoß, diesen Schuss. Aber kann nichts machen. Also, nächsten Part halt dann wirklich bei den Arenen. Oh, klar. Sind die Alten schlecht gefallen? Ja. Man findet eigentlich immer die gleichen Idole. Einfach zu schwach immer. Ich kann einfach mal die Minion, der Minion Health mega hochschreiben. Ich muss gar keine Creep Notes mehr. Ich komme erst später dann wieder. Jetzt sind sie fort. Geskillt, oder? Ausgeskillt, genau. Und da ist deshalb. Ja. Einfach alles auf Defensive werfen. Also ich bin jetzt wirklich noch nicht defensiv. Ich alleine habe nur 263 Leben und ja, bekomme natürlich sehr viel Schaden von den Schüssen. Aber weil die Gegner so schnell sterben, bin ich eigentlich sehr safe momentan. Weil die Lebensregeneration schon extrem hoch ist. Glancing Glow habe ich jetzt zum Beispiel. Muss ich kurz suchen hier. Ja, wirklich nur hier. Also ich habe noch ganz wenig und bin schon eigentlich unsterblich, oder? Das Brain AFK kann ich locker spielen und wird nicht sterben. Nur eben da, das ist ein Problem, dass sie hier auf der Treppe sind und hier ins Gelände reinschießen. Die KI ist halt furzdumm noch. Bitte Entwickler, einfach mal ein Patch, die KI überarbeiten, nur die KI. Ein ganz großer Patch rausbringen für die KI. Wäre schon mal, ja, das, was natürlich gebraucht wird. Nein, ja, die Ablenkung und so ist extrem groß. Also spiele ich eigentlich keine Minion-Builds hier in diesem Spiel. Nur ich muss gemacht werden, weil es ein Profi ist. Vielleicht ist es deshalb auch die KI so schlecht, damit es nicht OP ist. Oder nicht so OP. Los, Kevin! Bevor irgendwelche stärkere Angriffe einsetzt als diesen Sprudel. Sprudel. Ich merke, ich habe irgendwie ein bisschen zu viel Sport wieder gemacht. Ich habe jetzt wieder weniger flüssig meinen Mund weg. Sehr müde von Essen auch gerade. Aber ja, das Spiel tut ja auch ein bisschen mehr ablenken mit den vielen Minions. Ist klar, das ist nicht immer so stimme als flüssig. Kommt gleich besser. So. Also Akt 1 war viel schwer, Akt 2 ist schon zu einfach. Und das Akt 2 ist auch Akt 3, aber auf jeden Fall. Ja. Was soll man sagen? Es ist halt eindeutig zu einfach, das Spiel. Game over. Meine Skill. Ich habe jetzt noch nie einen Guide gesehen mit Crit Skill. Magier noch nicht, weil die Magier sind relativ neu, die waren ja zusammen mit den Skeletten und diese Skillungen hat niemand genommen immer. Und deshalb waren Magier eigentlich erst seit ungefähr so 2-3 Patches richtig beliebt. Und trotzdem weiß ich nichts davon, weil die ja, Leute keine Guides schreiben, nur Videos machen, wo sie das beschreiben. Und deshalb, ja, bin ich natürlich auf mich allein gestellt, auch weil ich keine Guides nachschaue. Also nur immer ins Forum schaue und sehe, ah, oh, das ist ein neuer Guide, aber nie reinschaue und nie das Video anschaue.
weil ich ja blind spielen möchte. Und ja. Deshalb spiele ich jetzt eigentlich auch nicht so ein Poison Beastmaster oder so. Der wirklich mega OP ist. Oder ein Leash ist, glaube ich, noch mega OP. So, dann gehen wir natürlich nochmals Richtung Skelettschiff. Dieses schöne Gebiet, das mit den Docks. Und dann das Gebiet im Schiff, das ist auch mega schön. Ah, ich liebe das Game. Egal wie schwer es unbalanciert ist. Ich liebe es. Ja, die Entwickler müssen halt mal lernen, das Wichtige zu machen, nicht das Unwichtige. Aber das ist bei Last Epoch auch so. Bei Path of Exile auch so. Es ist in jedem Action-Rollenspiel Hack and Slay immer das Problem, dass die Entwickler nicht das Wichtige machen, sondern immer das Unwichtige. Weil sie natürlich mehr Leute anlocken wollen. Aber ja, dann haben noch mehr Leute das Problem, dass alles imbalanciert ist und alles Mögliche. Ja, wie Last Epoch unbalanciert ist oder wie Path of Exile unbalanciert ist. Eigentlich ist nur Diablo 3 relativ, ja nicht 8, ja. Endgame sowieso nicht mehr balanciert. Eigentlich ist nur Diablo 2 balanciert. Und auch das nicht mal wegen dem Hammerdien und dem Shield Charge Paladin. Was soll man sagen? Balancing ist nicht mehr wichtig in Hack and Slays. Aber schaut mal Skyrim an oder ja, viele Ego-Shooter sind auch nicht balanciert. Wieso können Entwickler nicht mehr balancieren? Wo liegt denn das Problem? Wo liegt das Problem des Balancings? Es ist doch nicht so schwer, mal ein richtig... Ja, alle 120 Spells von Path of Exile richtig zu balancieren. Das ist doch nicht das Problem, oder? Es sind wieder neue Items, neue Passive rausgekommen, was ist schwierig, was ist noch mehr imbalanciert. Ich doch so stark bin, dass ich nur durchrennen muss bei Path of Exile. Ja, leider kann ich es halt nicht so gut aufnehmen. Ich könnte schon ein paar machen, um zu zeigen. Und deshalb eben ist Level, also Nacht 4, oder? Level 35 Punkte. Und deshalb kann ich da eigentlich nicht so viel Lustiges zeigen. Das ist schwer. Die meisten Leute schon wieder aufgehört haben mit der Season. So nach einer Woche, keine Lust mehr auf die Season. Die Liga. Ja gut. Von mir aus. Ich bin ja noch nie so gut gewesen beim Leute anlocken auf dem Kanal, weil ich keine Videos mache, die jetzt wirklich sehr Leute anlocken, Werbung mache. Tue ich ja auch nie. Also, kein Netzwerk, nix. Aber danke, dass ihr mir zuschaut. Ja, hier ist leider auch nichts. Ich müsste das noch skillen. Ich brauche Armor Shred schon eigentlich ziemlich. Ja, mache ich dann als nächstes die zwei Punkte. Und lasse es bei 1, glaube ich, Armor Shred. Ich weiß es nicht. Ja. Machen wir ein bisschen mehr Cooldown beim Feuerpfeil. Da muss ich, glaube ich, alles wieder das Game neu starten, damit die auch mehrere schießen. Ich weiß nicht. Also ich tue mal alle wieder nochmals neu casten. Einfach mehr als casten neu. Ja, jetzt schießen sie gleich. Aber das ist ein bisschen breit. Da müssen wir noch mehr investieren. Irgendwie ist der Cooldown immer noch sehr kurz. Jetzt sind es eindeutig zu viele Projektile. Genauso wie bei den wie heißen die Geister schon wieder? Akolyten oder so, das Soul irgendwas. Diese Gegner, die
auftauchen, wenn ein Gegner stirbt von der Leiche und dann ja so, so mega viel spawnen. Ja, genau die bei Pufferfüchse. Wir haben auch zu viele. Oder dann Mages mit Magieangriffen. Pufferfüchse, durch diesen dieses Juwel, das einfach die Magier dann spawnt, sondern die Nahkämpfe. Auch extremst. Das befordert meine Sinne. Weil ich einen extrem starken Sinne habe. Gut, habe ich eben die Nachteile nicht. Also schon die Nachteile mit der Konzentration. Aber nur dass diese Nachteile mit der Konzentration. Und bin ich überfordert, wenn ich zum Beispiel in den Straßenverkehr gehe und so, sonst eher unterfordert. Und deshalb, ja. Finde ich das schon toll, dass ich eigentlich alles Positives sage, aber nicht Negatives. Genießt das Leben dann. Aber man muss halt schauen, dass mir ich auch nicht beim Zocken überfordert. Das ist nicht so toll. Ich habe so viel Spaß wie noch nie beim Zocken, weil ich auch sehr an meiner Konzentration gearbeitet habe. Und eben Hochdeutsch reden ist manchmal auch ein bisschen schwierig noch. Aber es fällt mir irgendwie leichter, Hochdeutsch zu reden. Das blödeste Frage, die es wäre, ist. Weil es ist so eine schöne Sprache. So, wir gehen jetzt nochmal hier rechts. Hier hat es einfach eine hohe Gegnerdichte, die gut ist. Also gute Gegner, die gut droppen. Also gehe ich nochmals. Irgendwie habe ich wenige FPS gerade. Okay, ist wieder etwas überfordert, die Menschen. Ist einfach von Gebiet zu Gebiet unterschiedlich. System der Spiele. Ja, kann man leider nichts machen. Ich habe nur 19 FPS kurz gehabt. Nachdem welchen Gegner hier auch ist. Aber wahrscheinlich diese Effekte sind noch schwer für den PC, für die Engine. Naja, kann man nichts machen. Naja, und wegen den zwei goldenen Kisten gehe ich irgendwie hier noch kurz rein. Tut doch die letzte Kiste auch zu stören. Hallo, Skelette, mach vor. Ich muss zum Mutti gehen. Ich habe irgendwie Lust, das Gebiet auch zu machen wegen dem Vapend. Ich könnte noch so viel machen, aber ich muss auch rushen. Deshalb nur hier, nicht ins Gebiet. Mann, wieso spawnen die immer zusammen? Heftig schlecht, Mann. Kann man nichts sehen. Lieber sieht man noch gute Items und so. Engi macht das Spiel gerade auch wieder Probleme. Es spielen leider momentan auch nicht mehr so viele Last Epoche, habe ich gesehen. Ist ein bisschen schade, die müssen wieder schnelle Updates rausbringen. Damit die Spiele wieder angelockt. Ich bleibe einfach am Spielen. Ja, ich spiele wirklich viele Spiele sehr lange. Was ich schon Minecraft gespielt habe. Boah. Nein, ich wollte nicht rein. Ich wollte doch nicht rein. Muss ich dieses Kack Ladescreen-Zeug wieder anschauen. Okay, machen wir das Gebiet noch. Genau. Ja. Einfach kurz anspielen, weil ich habe jetzt schon wieder. Zum 30 Minuten im Video. Tja. Was soll man dazu sagen? Das Spiel lockt einen halt auch immer weiter zu spielen, mehr zu spielen. Oh, ich finde die Dinge so cool, die Mäntel. Ich gerade, sie glitschen zwar ein bisschen rein ins Skelett, aber die sind momentan echt. Also, die sind eigentlich schon immer, also, seit dem Skelettmagier gibt es sehr gut an.
aber so richtig sieht man das jetzt auch wieder erst, wenn man sie spielt, oder? So, wo war da der Boss? Ich glaube oben rechts, also einmal im Uhrzeigersinn. Aber wir gehen hier durch. Oder das war das Gebiet, wo man einfach hier nach rechts muss. Ich weiß es nicht. Und Spaß. Zu sterben. Husch, husch. Ja, also den Boss machen wir noch, ne? Den Drachen könnte ich auch noch herausfordern, weil sehr gut droppt. Level ist ja, ich habe schon mit Level 30 gut droppt, wie er jetzt ist. Er ist jetzt 28, okay. Ja, versuchen können wir es ändern. So kann der Stun, also wieso kann Magie eigentlich Stun in diesem Spiel? Aber eben, es ist natürlich Magie, wenn es auch nicht Stun. Hört das auf, ich will nicht mehr OP sein, das ist einfach zu gefährlich. Okay. Diese armen Gegner, sie brauchen doch eine Chance. Ja. Oh, gut. Ja, ich sammle einfach alles ein und werfe alles wieder raus nach dem Part. Aber ich möchte jetzt ein bisschen vorwärts machen. Also hier ist es scheinbar der Boss nicht. Oder war da irgendwo der Boss? Habt ihr irgendwas bemerkt? Nee, ich war zu schnell, ich tu mir leid. Ah, der Boss ist, glaube ich, hier oben. Ja, dann machen wir den noch. Na, guck mal. Na, da oben ist der Boss. Das ist nicht falsch gelaufen. Wie ich es erwartet habe, aber ja, die Gegner mich hier runterziehen. Die Gegner ziehen eigentlich den Charakter immer irgendwo hin. Ich finde das einfach doof. Ich möchte nicht immer den Gegner hinterher. Ah, ja. Dann müssen wir hier links, oder? Den Steg habe ich fast nicht gesehen. Sieg mal, alle Gegner gehört schneller. Ist halt so faul geworden. Ist halt OP, aber faul. Hopp, hopp. Ach. So geil. Tolles Gebiet. Passiert mir echt nichts. Gegner sind zu schwach. Wie ich einfach so mega offensiv beschwör spiele. Weil ich den Schaden fast schon annehmen möchte. Ja, gut. Mal nachspielen müssen wir jetzt keinen. Mit diesen mega geilen Mods. Leider eben leckt halt. Dann die Stimme leckt von den verschiedenen Charakteren. Könnte ich ja vielleicht mal testen, ob die Stimme jetzt in Ordnung ist. Ja, es gab ein neues Open Broadcaster Software Update, der paar Bugs entfernt hat. So, du hast jetzt eigentlich Maximum Protection Set. Ja, der Boss ist noch nicht. Na schade. Ich bin da auch noch dabei. Na genau, hier. Ja, jetzt kenne ich das Gebiet auch wieder auswendig. Also, man erinnert sich im Nachhinein natürlich an das neue Ernstgebiet aus dem Vorhinein. So, wo ist denn der Boss? Ich brauche den Boss. Ja, der Boss ist irgendwo hier. Und die Presse. Nein, jetzt muss nicht jemand anrufen. Sicher nicht irgendwas Fremdes. Nein. Immer diesen Summen von Vibrator von dem Handy. Nein. Niemand Unbekanntes ruft mich an.
So. Gut. Was ist hier? Ah, wie viele Gegner. Manchmal übertreiben die, die Entwickler einfach mit den Gegnern. Hunderte, hunderte Gegner. Einfach keine Chance. So, der Part wieder zu lange. Naja, die Fahrt ist nicht so viel Schaden. Die hat's mir halt auch nicht viel. Endlich der Idol of Ruin. So, yay, Idol Slots, genau. Ich wusste, dass es irgendwo noch Idol Slots gibt. Ja, ja. So, also. Fire Damage. Ah, das ist ein Breiten. Ne? Fire Damage. Health. Oh, ganz Doppelhealth. Hui. Also dann. Viel Spaß. Bis zum nächsten Part oder zu einem anderen Video. Tschüss.